wird also auf die Bank gesetzt. Für ihn kommt Ryan Melone, der Amerikaner, mit Startelf-Premiere gemeinsam mit Löhmanns, Rüben, Handke und Wurzen in der Viererkette. Aino, Sobislo da vorn, Brandt und Schad offensiv auf den Außen und Hebisch und Beck im Sturmzentrum. Heute knapp 15.000 da, als Aufsteiger gleich mal auf Platz 2 bei den Zuschauern hinter Dresden. Das ist stark. Die ersten Sekunden gleich mit einem Aufreger. Chahetz und der Kopfball. Lars Fuchs noch mit guter Laune. Kurz darauf allerdings wird die im Wahl. Freistoß von Lars Fuchs. Rein in den Fünfer. Und dann gibt's hier Kopfbälle en masse. Der geht in die Mitte. Und da steht Ryan Melone und der macht das Tor. 1-0 Magdeburg nach 84 Minuten. Das erlösende Tor vom Mann, der im Sommer vom Springfield College aus Massachusetts nach Sachsen-Anhalt gekommen ist. Heute Startelf-Premiere und dann sein erstes Tor in Deutschland. Das erste Tor für den ersten FC Magdeburg. Sie gewinnen auch dank des Assists von Lars Fuchs. Hier mit 1-0 gegen Wien. 40 Minuten gespielt. Melone, den seine Einwürfe sind immer Flanken. Der Ball landet bei Beck. Aber auch in dieser Situation kann er den Ball nicht wirklich kontrollieren. Ist natürlich immer wieder auch gut markiert. Von Ryan Melone gegen Kreuzer. Melone, der Amerikaner wie letzte Woche mit dem späten Treffer. Heute allerdings zahlt es nur auf seine persönliche Torstatistik ein. Dresden gewinnt mit 3:2, auch dank der 56.000 Hände um den Rasen herum. Die Fans auf Magdeburgs Melone mit dem Flankeneinwurf. Modica klärt nur in die Mitte. Melone mit dem zweiten Ball. Tikerci kann die Flanke nicht verhindern. Verona Polido. Ausgleich Magdeburg. Ein Hamburger Jung, ganz in Blau, aus dem HSV-Nachwuchs. Letzte Saison mal kurz den Umweg genommen über Nordhausen, den Regionalligisten. Jetzt macht er für Magdeburg. Wird für ihn kommen. Und Melone ist einer, der kann auch weite Einwürfe. Der kann noch weiter werfen als Löhmanns-Rüben. Erste Ballberührung für Melone. Und da ist Löhmanns-Rüben. Wie kommt denn der dahin? 4:0. Erster Saisontreffer für ihn. Dafür ist er ja gar nicht zuständig. Normalerweise kommen von ihm diese Einwürfe. Aber der Melone, der kann es ja noch kräftiger, noch weiter. Und dann Löhmanns-Rüben allein gelassen mit dem Kopf zum 4:0 Endstand bei einer Magdeburger Fußballgala.